Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Railway Empire Video. Wir haben jetzt das südliche Honshu freigeschaltet. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man eben das nördliche hier abschließen muss. Ja, es muss nicht Präsident sein, aber man muss es eben geschafft haben, damit man hier unten arbeiten kann. Verwundene Pfade. Seit den Jahren der ersten Eisenbahn hat sich im Reich der aufgehenden Sonne viel verändert und Japan hat sich in einem unvergleichlichen Kraftakt dem Fortschritt zugewandt. Doch am Horizont kündigt sich erneuter Umbruch an. Die privaten Eisenbahnlinien haben den Profit über alles gestellt und die Errungenschaften der letzten Jahre beginnen zu schwinden. Es ist an der Zeit für eine erneute Veränderung. Ich bin gespannt. Es ist wieder mittelschwer. Also ich denke mal, es wird relativ easy, ne? Wir machen wieder Trainiac, keine Pause, mit einer starken KI. Drei Konkurrenten haben wir diesmal. Ich vermute, dass wir die aufkaufen müssen irgendwie am Ende. Oh no, ich habe jetzt einfach weitergeklickt, ohne zu wissen, mit wem. Willkommen zurück in Japan. Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Ja, bitte. Ich bin Inoue Masaru. Masaru. Ich, dass Sie sich erneut in den Dienst unserer Nation stellen wollen. Naja, von wollen kann keine... Die doch. Letzten Jahre haben einige unerwünschte Veränderungen gebracht. Aber lassen Sie uns einmal sehen, ob wir zurück zu alten Tugenden finden können. Ja. Ganz sicher. Wir haben ja schon eine Verbindung geschaffen zwischen Kure, Miyoshi und Matsue. Und beide sind... Alle Städte sind hier unten, haben wir Sake, wir haben Reis. Hier ist zum Teil schon zweigleisig und ich reiße hier direkt alles ab. Ist gut. Ich meine, das kann man, aber ich meine, wir kriegen es halt wirklich komplett erstattet. Ja? Von daher ist doch auch Schnuppe. So, ist ja wirklich egal. Wir müssen halt hier um... Bauen. Mal sehen, können wir hier drüben? Wir können da drüben hin. Ja, okay. Es ist nicht ganz einfach so. Hier wäre ein Kopfbahnhof auch angebracht gewesen, aber es ist halt dann doch ein bisschen zu teuer. So, wir gehen hier so schön. Zweigleisig natürlich hier in die Richtung, versuchen das einigermaßen. Ohne bergauf, bergab und zu viel arbeiten. Hier so die Bodenarbeiten, Erdarbeiten, Brücken und so weiter. Das wollen wir natürlich alles verhindern. Wir nehmen einen kleinen Bahnhof. Wir sollen ja zu Beginn 5 Landbetriebe anschließen. Allein sind also schon 200.000 Yen. Und wir sollen Sake transportieren und zwar 50. Das machen wir auch, klar. Aber dafür muss man es eben erstmal herstellen. So, das geht in die richtige Richtung und wir müssen aber hier hinten... Was ist das denn? Achso, wir haben schon so einen Bahnhof. Okay, ich habe jetzt gerade überlegt, soll das hier der Bahnhof sein? War nur ein Wartungshäuschen. Ist das einer mit? Nee, das ist nicht. Wir wollen den abreißen. So, kommt jetzt hier an. Ja, das fährt jetzt ein bisschen Schlängellinie hier, aber ist nicht so schlimm. Versorgungstürme brauchen wir natürlich auch. Ich würde den hier bauen, sodass der hier mit seiner Reisgeschichte auch mal schön durchfährt. Und 8 Züge gleichzeitig einsetzen, alles jetzt noch in diesem Jahr und ach, im nächsten Jahr. Wenn wir es dieses Jahr noch schaffen, umso besser. Ich sag mal, die Landbetriebe ist sicherlich das Einfachste, was wir hier machen können. Also ich meine, wir bauen einfach kleine Bahnhöfe. Hier lassen den auch. Das ist jetzt schon ein großer Bahnhof. Na, ich habe wieder aus Versehen den falschen genommen. Ich hätte jetzt auch nur den für 40.000 genommen. Und ich versuche also auch hier ranzukommen. Noch vor dem Versorgungsturm.
So, hier ganz kurz die Signale. Das nehme ich mal vorsichtshalber weg. Ich glaube, dass das zu dicht dran ist. Können wir ja hier schon mal ein bisschen Geld verdienen, aber auch nicht zu viel. Also man kann auch nicht zu viel kaufen, meine ich. Ist die Linie ansonsten gut? Das kann natürlich sein, dass die schon so von der... Ja, die ist nicht schlecht. Ne? Also man kann tatsächlich hier so lang gehen. Jetzt überlege ich, welcher hier der schönere ist. So sieht es, glaube ich, gut aus. Und jetzt sind wir aber außen, ne? Ja, aber es ist, glaube ich, nicht schlimm. Wie teuer war das? Ja, teuer, verstehe. Wir nehmen eine kleine Anleihe auf. Wir haben den General, ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt für Boni haben. Vielleicht sollte ich da dann bei Gelegenheit nochmal reingucken. So, und Gelegenheit wissen wir genau. Wird es nie geben. Ja, werde ich wahrscheinlich ja, vergessen haben beim nächsten Mal. Was heißt beim nächsten Mal? Also jetzt schon eigentlich. Was wollte ich machen? Landbetriebe anschließen. Hier geht's bergab. Gibt es hier eine Möglichkeit? Naja. Machen wir es mal so. Wir wollten auf jeden Fall noch einen Oktopus. Das kann man auf jeden Fall kürzer bauen. Den nehmen wir mal weg. Ja, ist in Ordnung. Nummer 4. Nehme ich mal an, ja, genau. Nummer 5. Sehe ich gerade nicht. Doch, hier Holz. Nehmen wir einen Holzbetrieb. So. Tja, da muss man dann halt auch einen Weg finden. Aber ich denke, es geht eigentlich ganz gut hier lang. Da wird ein Tunnel gebaut, das ist halt teuer. Mit Brücken ist es nicht ganz so teuer. Aufgabe erledigt. Wurde die Eisenbahn in dem Einvernehmen nach Japan geholt, dass ihre Aufgabe auf drei Säulen ruhen muss. Dem wirtschaftlichen Wachstum, der Verteidigung unseres Landes und letztendlich auch dem Profit. Als nach den erfolgreichen Anfangsjahren auch dem privaten Sektor Zugang zum Eisenbahngeschäft gestattet wurde, sind diese drei Grundfesten aber scheinbar in Vergessenheit geraten. Und nur noch das Geld ist von Interesse. Ja, naja. Wie so oft, ne? Was ist denn hier? Hier habe ich das gar nicht weggenommen. Ups. Sieht ein bisschen komisch aus. Dann können wir mal das hier wegmachen. Wobei der grundsätzlich schon dahin muss. Ne? Das ist nicht ganz verkehrt, aber ich kann auch hier hinsetzen. Ist das Lokführer verhindert? Ja. Sehr gut. Guter Mann. Arbeitet hoffentlich für mein Unternehmen. So, dann haben wir den Teil schon mal. So halt dann das Geld doch ein bisschen knapp. Ne? Ich hätte durchaus eine zweite Anleihe aufnehmen können. Ich glaube, ich mache das auch, sonst dauert es einfach zu lang. Sumo. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ein bisschen warten wollte.
bis ich mehr Geld, also bis mein Unternehmen mehr wert ist. Ich glaube, kann ich lange warten. Reicht das um das hier? Ja, na, die Stadt, die bauen wir, die schließen wir gleich richtig mit an. Ach, es ist immer noch so, dass man hier nicht Teildinger abreißen kann. Ist also wirklich hier mit dem Ding reingepatcht worden, mit dem Update. Uff, was ist denn das? Jetzt müssen wir zu schräg, weil die alle so dicht, alle so nah am Wasser gebaut. Das ist doch nicht schön. So, dann. Dann fangen wir von hier an, das nochmal neu zu machen. So, und die Strecke, naja, jetzt sind wir schon da, ne? Aber ich würde halt doch ganz gerne. Ja, aber man muss es eben echt. Ich kann nicht nur ein Teil neu bauen. Ja, man sieht die verwunschenen Pfade, die wir hier gehen müssen. Und das ist natürlich auch recht teuer, 50.000 für so ein kurzes Stück. So, und der Versorgungsturm ist dann hier hin. Die Loks, die sind halt nicht billig. Ach, ich hätte das hier eigentlich nehmen sollen. Ich habe es wirklich wegen der Blüte nicht gesehen, ne? Wo welcher Betrieb ist. Nee, wobei. Ich gucke mal, ob jemand mitbietet. Ich scheine im Augenblick alleine zu sein, ist ja gut. Vielleicht kriegen wir noch was anderes, mehr Passagiere. Transportvergütung für Fracht. versagt mir doch glatt wieder die Stimme. Ja, das ist Kaffee mit Milch, weil Nachmittag ist. Milch hat aber auch immer den Nachteil, dass dir das so ein bisschen verklebt. Schmatze ich jetzt, tut mir leid. So. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ein Problem ist halt hier die Sake-Produktion. Ich denke mal, dass wir die auch wegschaffen müssen. Wir haben so wenig Geld, ne? Und jetzt haben wir Juli. Das heißt, 8 Züge gleichzeitig einsetzen, noch dieses Jahr. Ich glaube aber, hier habe ich durchaus Zeit, also dass das ein halbes, also die Hälfte der Zeit, man hat 2 Jahre Zeit. Nee, man hat ja 1900, 1901 und 1902, also 3 Jahre hat man ja eigentlich Zeit. Ja, und wenn wir es halt zur Hälfte von 1901 schaffen, müsste es eigentlich von der Zeit her so sein, dass wir da immer noch einen goldenen Haken kriegen. So, das ist so meine Überlegung. So, transportiere Sake. Lokomotive wählen. Wir haben halt immer noch nicht genug Geld, ne? Das ist jetzt die... Oh, da fehlen Betriebsmittel. Die den Sake hier abtransportieren soll. Haben wir den denn? Ja, wir haben auf jeden Fall auf Lager. Brauchen halt einfach nur ein bisschen Geld. Ja, dankeschön. Und dann geht er los. Und natürlich kann er dann auch gleich noch Personen mitnehmen dann. Wieso hat der gerade... Achso, der ist von Gleis 1. Ich habe mich gewundert, warum der da los... nicht losfuhr. Warum der gewartet hat. So, niedriger Zustand. Ups. Ah, das ist natürlich... Da habe ich nicht... Da habe ich nicht dran gedacht. Ich habe die ganzen Bahnhöfe gelöscht. Habe ich da auch das Geld für die
die Wartungshäuschen erstattet bekommen. Die brauchen wir natürlich. Der ist nicht gut. Aktienmarkt. Auch nichts mit anfangen. Konnte ich noch nie was mit anfangen. Also keine Ahnung, was wofür der gut sein soll. Warum sich das lohnen soll. Weil im Laufe eines Spiels hat sich für mich so in der Ansicht der Wert hier nie wirklich geändert. Ja, und vor allen Dingen, was sollen Industriegüter sein? Was sind Rohstoffe? Ja gut, okay, Rohstoff ist easy. Nahrungsmittel machen wir gerade, ne? Was ist denn, wenn wir gucken mal, ja, 1400 und wir... Wie können wir denn investieren? Ja, 16 Aktien meine ich. Also 1400, ne, können wir mal versuchen. Es gibt halt überhaupt keine Anzeige davon. Wann hat man das gekauft? Zu welchem Kurs? Wie viel ist es gerade wert? Und das ist so wichtig irgendwie. Und also ich habe nie gesehen, dass der Kurs hier wirklich großartig steigt. Und wenn der Kurs gleich bleibt und ich das nur nicht gesehen habe, hätte vielleicht ein Splitting stattfinden müssen, dass ich dann nicht 16, sondern keine Ahnung, wenn es 2 zu 1 ist, habe ich halt 32 Aktien, so, die dann eben genauso viel wert sind und anstatt zu 3000 wert sind oder so. Aber ja, weiß ich nicht, der Aktienmarkt total Banane irgendwie. Das ganze Geld rausgeschmissen, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Wir brauchen aber nur noch 2 Züge einsetzen, also ich glaube schon, dass wir das schaffen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. So, ne, er nimmt jetzt Sarge mit, er nimmt Passagiere mit, das ist doch sehr schön. Sobald ich mir das leisten kann, würde ich den klonen. Naja, gut, vielleicht baue ich auch lieber ein Wartungshäuschen. Aber ist auch Quatsch. Oh ja, meine Güte, da vergeht doch eine ganze Menge Zeit. Also ich würde dann doch lieber den Zug klonen. Ja, weil der halt auch die Sacke-Geschichte voranbringt. Zumindest 3. Wie viel produzieren die denn? Naja, nicht so, okay, ich merke schon. Weil die Stadt auch nicht wächst. Weil ihnen Soja, weil ihnen Holz fehlt. Das ist im Augenblick auch gar nicht dran zu denken, dass wir das irgendwie... Die würden Soja... Puh, für 24.000. Wir gucken mal in unsere Zugliste. Nach Knete sortiert. Ja, dann haben wir hier so einen. Der bringt einen Reis. Wie sieht's denn bei denen aus mit Reis? Die sind halt echt voll, ne? Also viel verdienen tut er nicht. Wäre denn, wenn der sogar 2 Sachen anfährt, wenn wir machen kleiner Bahnhof 4. Kein Geld. So, und den Einzug, den wir hier haben, dessen Route sieht so aus, dass er nach Miyoshi, nach da fährt und wieder nach Miyoshi. Dann kriegt die Stadt schon mal beides und produziert mehr Soja, sodass die Züge hier was mitzunehmen haben.
So, Rückerstattung wollen wir nicht. Zwei Passagiere. Brückenbaukosten wäre nicht schlecht. Wie viele Punkte haben wir denn? 300. Hier sind Fließbänder, mehr Geld für Post. Dann gehen wir doch in die Richtung. Und noch mehr Geld durch Post. Davon haben wir gerade nicht so viel im Einsatz. Ne? Wir könnten... mehr Pakete. Gucken wir mal, ob wir in der Richtung irgendwas machen können. Ja, wir können eine Frachtlok freischalten. Und vielleicht ist die billiger. Kostet 103. Nee, alle zu ersetzen können wir uns nicht leisten, leider. Weil wir haben halt jetzt nur die eine Lok, ne, die was ja eigentlich eine Express-Lok ist, die auch die ganzen Waren transportiert. Das ist nicht so ideal. So, gucken wir mal. 8 Züge. Ja, ich bin dabei. Sobald ich genug Geld habe. Die Zeit ist auch rum. Oh Mann. Na komm, das will ich noch sehen, ob der einen goldenen Haken bekommt. Schmiermittel. Ja, hätte ich gerne. Es geht nicht schneller vorbei. So, wieder Geld verloren. Na, Geld verloren, nicht investiert, ne? Ein Analyst, was macht der? Erhöht und senkt den Aktienkurs eines Unternehmens. Ist ein bisschen früh. Damit können wir im Augenblick nicht so viel anfangen. Aber apropos Aktien, jetzt könnte man mal gucken. Ja? Wenn ich die jetzt hier alle verkaufe, habe ich einen Verlust gemacht. Ja, toll. Das ist nicht so schön. Langsam. Wo ist denn der hier? Klon. In den ersten Jahren wurden fast alle Lokomotiven importiert. Aufgabe erfüllt, Häkchen ist dran. Werden einige der modernsten und leistungsfähigsten Lokomotiven der Welt hier in Japan gebaut. Leider maximieren die privaten Unternehmen lieber ihre Gewinne und setzen viel zu wenige Lokomotiven ein. Ja. Na, wahrscheinlich wird dann immer wieder die Aufgabe sein. Also... eine bestimmte Anzahl. Kann ja sein. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Erstmal bin ich ganz zufrieden. Ich glaube, dass ich ja vielleicht hätte vorsichtiger sein sollen. Sage Geschichte, kriegen wir das. Also ich meine, wir schaffen das auf jeden Fall, aber ich hätte halt gerne noch Mai, Juni. Glaube ich aber nicht dran. Also wenn bis zum Ende des Jahres wäre ganz gut. So, aber ich brauche auf jeden Fall als nächstes erstmal die beiden Wartungsgebäude. Also hier. Eigentlich sogar da, wenn man es genau nimmt. Tja, naja, sehen wir beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.